Robert Lauber, grüezi, guten Tag. Ja, Stress, Burnout. Ein Modewort, aber es wird nicht sehr viel präventiv dagegen gemacht. Erst wenn es Sport ist, wenn die Leute nicht mehr mögen, wenn sie erschöpft sind, dann kommt medizinische Betreuung, die psychologische Unterstützung. Dabei könnte man im Vorfeld schon einiges machen mit den mentalen Methoden. Nämlich, dass es gar nicht dazu kommt. Wir können die Menschen nicht einfach immer noch Höchstform anstreben. Den ganzen Tag top die möglichst stärkste Leistung vollbringen. Das hält der Körper nicht ein. Es ist so wie beim Autofahren. Wenn man Vollgas gibt und einfach nicht auf den Benzinanzeiger schaut und der kommt langsam in den roten Bereich, und der Motor fährt auf Stotter und man fährt einfach weiter, bis das Auto stehen bleibt. Und dann sagt man, oh, wo ist jetzt die nächste Tankstelle? Dann ist es spät, damit das ist dann, wenn man müde und erschöpft ist. Wir gehen frühzeitig auftanken, damit wir immer über genügend Energie verfügen. Aber es ist auch so, wenn wir auftanken wollen, können wir nicht an der Tankstelle mit 60 km vorbeifahren, den Schlauch einfach rausreißen und reinstecken und weiterfahren. Zum Auftanken muss man anhalten. Und so ist es auch beim Menschen. Und da treiben wir sehr oft Raubbau und haben schlechte Gewohnheiten. Wir essen ein Sandwich, arbeiten weiter und merken gar nicht, dass die Verdauung gar nicht richtig erfolgen kann, weil das Blut wieder zum Gedächtnis geht und eigentlich Darmtätigkeit über zu wenig Blut verfügt und dementsprechend wieder wir nicht über die Energie können verfolgen. Mental können wir da ganz gut entgegenwirken. Und ich würde gerne mal bei Ihnen ein kurzes Gespräch führen oder sogar vielleicht ein Impulsreferat, wie man mit den mentalen Techniken sehr gut eine Prävention machen kann. Denken Sie daran, wir Menschen sind wie ein Hybridfahrzeug. Wir haben zwei Betriebssysteme, nämlich die Kurzenergie wie die Batterie und die Langzeitenergie, unsere Fettstoffwechsel. Und jetzt, wenn bei einem Auto, bei einem Hybridauto, der Wechsel, das Umschalten zu spät oder zu früh geht, dann läuft das nicht, dann wird die Batterie nicht richtig geladen. Und so ist es auch beim Menschen. Wir können mit ganz bestimmten einfachen Massnahmen die Energiebilanz wieder ins Gleichgewicht kriegen. Und so fahren wir nicht den ganzen Tag Achterbahn zwischen top da, wie wir vielleicht einen Haufen Kaffee und Espresso oder sogar noch andere Präparate nehmen. Mental auf eine ganz natürliche biologische Art den Energiehaushalt ins Gleichgewicht bekommen, ist auch eine wichtige Sache. Denken Sie daran, der Raubbau an den Kräften. Was wir unserem Körper, aber auch der Psyche zumuten, tut sich nicht sofort auswirken, sondern hat eine lange Verzögerung. Was wir mit 30 oder 40 Jahren übertreiben, kann sich erst mit 55 und 60 Jahren dann negativ auswirken. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir mal über das Thema ein Gespräch führen. Es ist sehr praxisorientiert und ich habe das selber in meiner Management-Tätigkeit bei der Six Group an der Basler Börse angewendet. Und die Vitalität, die Leistungsfähigkeit von einem Menschen in Balance kriegen, ist eine ganz eine gute und wichtige Sache. Rufen Sie doch an oder Sie können gerade direkt über die Homepage einen Termin digital reservieren. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Herzliche Grüße, Robert Lauber.